Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zum commatrix.com Coffee Break Webinar Nummer 4 vom 4. April 2011. Dieses Einführungswebinar behandelt Facebook, warum es für KMUs nicht klappt. Ich bin Urs Gattiker, der CTO und Gründer von commatrix.com, eine Division von Sitrep Labs GmbH. Die Firma hat sich in Web 2.0 auf Benchmarking und Monitoring von Social Media Aktivitäten spezialisiert. Der Überblick für das heutige Einführungswebinar über Facebook ist: Warum ist Facebook Chefsache? Drei Beispiele aus der Praxis, wie Facebook funktionieren kann für Ihre Unternehmung, und dann die Schlussfolgerung. Auf der rechten oberen Rand hier auf diesem dritten Slide sehen Sie Welcome to our Facebook Page. Also wenn man hier auf Like drückt, dann kriegt man einen Coupon, den kann man beim nächsten Einkauf gebrauchen und dann kriegt man einen Rabatt. Das ist eigentlich eines der meisten gebrauchten Methoden, um auf Facebook Fans zu kriegen. Aber warum ist Facebook oder soziale Medien irgendwie Chefsache? Das Wichtigste hier ist, dass man die Ziele festlegen muss. Was will man eigentlich genau erreichen? Und welche Zielgruppe möchte man erreichen und welches Zielgebiet? Das heißt, es geht um die Strategie. Und wenn es um Strategien geht, und dass man festlegt, wie man die umsetzt, dann sollte eigentlich der Chef oder die Chefin dabei sein. Ich gebe Ihnen jetzt die drei Beispiele. Das erste ist ein Produktionsbetrieb. Es geht hier um Repeat Sales. Also wie kriege ich den Kunden dazu, dass er immer wieder meine Schrauben braucht? Das ist gar nicht so einfach, denn einenteils rede ich mit dem Baumarkt, zum Beispiel dem Coop-Baumarkt oder Bauhaus, und die verkaufen mein Produkt. Ich kann jetzt versuchen, über Facebook die Verkäufer und Verkäuferinnen zu erreichen in diesem Laden, aber die sind meistens nicht interessiert, mit einem Lieferanten zu kommunizieren auf einer Facebook-Page. Die möchten viel lieber Fotos und Tipps und andere Sachen mit den Freunden austauschen. Ich kann aber den Heimwerker erreichen, das heißt der Endkunde meines Produktes. Und wenn ich dem helfen kann, zum Beispiel mit Checklisten oder Hilfen, wie er die beste Schraube für sein Problem selektioniert, dann wird er natürlich im Baumarkt gehen und dann nach meiner Schraube gucken. Und somit habe ich dann natürlich auch wieder mehr Verkauf. Für eine Dorfbäckerei, hier haben wir ein spezielles Beispiel von einem unserer Kunden, der war zwischen zwei Schulhäusern, also einem Berufsschulhaus und einer Mittelschule. Und da haben wir herausgefunden, weil viele Mittelschüler oder Berufsschüler eben ein Smartphone haben und Mobile Internet, lohnt es sich, einen Twitter-Account zu haben, wo die Leute einem folgen, und jeden Morgen um 7 Uhr kriegen sie den neuen Special von Montag bis Freitag, der ihnen sagt, wenn sie diesen Code eingeben vor 8 Uhr im Laden drin, kriegen Sie XY entweder 10% Rabatt oder es gibt ein spezielles Sandwich, das kriegt es nur für diese Leute, weil das ist ein Club, wir haben das auf einen Club aufgezogen. Auf Facebook haben wir festgestellt, gehen zum Beispiel die Ratschläge und Rezepte sehr gut, oder wie Hilfe beim Backen oder wie plant man eine Party. Es gibt also verschiedene Wege auch für eine Bäckerei, wie sie die lokalen Kunden erreichen kann. Auf dem Facebook gibt es mehr Leute, die sind von weit weg. Man kann es dann noch so machen, dass man bestimmte Sachen anfängt zu verschicken ins neue Ausland. Das hat diese Bäckerei auch angefangen, weil sie über Facebook ein paar Leute gefunden haben, die danach gefragt haben. Aber das ist eher selten. Das dritte Beispiel ist eine Alpinschule, die macht auch Unternehmensevents. Und zwar, auch hier geht es um das Repeat-Geschäft, also wie kommen die Kunden zurück. Und hier hat man herausgefunden, dass wenn man in einer Wand ist, wie hier auf der Foto auf Slide 7, ist es nicht unbedingt ideal, wenn man dann anfängt, auf dem Foto eine Foto hochzuladen auf Facebook oder anfängt zu texten und das auf dem Blog hochtut. Aber man kann das nachher machen, man kann es auf dem Gipfel machen, man kann es über den Satellit machen, wenn man in Kasachstan ist und kein mobiles Internet hat. Und vor allem die Leute, die zu Hause geblieben sind, die sind sehr dankbar, wenn sie diese Informationen kriegen. Die Familienmitglieder, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Interesse haben, also die auch gerne bergsteigen, zum Beispiel. Auch hier hat sich bezahlt gemacht, aber man muss einen Weg finden, wie man das gut machen kann. Das bringt mich schon zu den Schlussfolgerungen. Wenn es um Kundenbindung durch Community Management geht, wie auf Facebook oder auf dem Blog, dann muss ich gucken, dass ich natürlich meine Reputation aufbauen kann. Und obwohl Facebook unter Umständen wichtig geworden ist, der persönliche Service, das gute Produkt, ist immer noch
entscheidend, ob ich das alte Hotel gegenüber dem neuen Hotel, das hier umgebaut wurde, bevorzuge. Das heißt, auch heute, wenn ich was Gutes über das Hotel sage, dann sage ich es vielleicht nicht nur von Mund zu Mund, wie ich es beim alten Hotel oben links gemacht habe, sondern ich brauche heute vielleicht Facebook. Aber es geht immer noch um das Gleiche. Hat den Kindern das Essen gefallen? Haben sie sich Mühe gegeben? Waren die Produkte frisch? Wenn sie das alles haben und ihre Strategien festgelegt sind für Facebook, dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Im Fall, dass es eben doch nicht geht, dann rate ich Ihnen an, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer haben Sie hier unten auf dem letzten Slide 9 und wir sind gerne bereit, Ihnen dabei zu helfen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.